Sprechen wir darüber. Zugeschaltet ist Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bundespolizei, stellvertretender Bundesvorsitzender. Herr Ostermann, die Krawalle der jungen Männer, die häufen sich allmählich auf unseren Straßen. Was ist da los? Es passiert genau das, was wir schon seit Monaten sagen. Und zwar die Gewaltspirale dreht sich nach oben. Die Verrohung in Teilen der Gesellschaft wird immer deutlicher. Und die Politik hat aktuell das Problem, dass die ganze Tabuisierungsmaschinerie, die über Monate und Jahre gefahren worden ist, gerade wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Wir sehen das an allen Gewaltstatistiken, dass die nach oben gehen, immer wieder mit dem gleichen Täterpotenzial. Und wenn wir jetzt nicht aus dieser rhetorischen Lethargie rausgehen und endlich mal konsequent handeln, dann werden wir uns an diese Bilder gewöhnen müssen. Und daran möchte ich mich nicht gewöhnen müssen. Insofern ist es nicht immer nur die Polizei, die hier gefragt ist, sondern vor allem auch die politisch Verantwortlichen. Was fordern Sie denn genau von den politisch Verantwortlichen? Also zunächst einmal ist es essentiell, dass wir gucken, wie kriegen wir es denn hin, wenn es keine Versammlung ist, solche Veranstaltungen schlicht und ergreifend zu untersagen. Da muss es im Vereinsrecht eine Novellierung geben. Und vor allem müssen wir auch gucken, diese Menschen, die hier Straftaten begehen, die vor Krieg und Regimen geflüchtet sind, sich hier in Deutschland so verhalten, auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt nichts geben, die müssen dieses Land wieder verlassen. Und zwar entweder aus dem Strafvollzug nach rechtsstaatlichem Urteil oder aus der Abschiebehaft. Da müssen wir jetzt konsequent sein. Und da muss die Politik anpacken. Immer nur rhetorische Absichtserklärungen, da hat Herr Wendt recht. Dann sitzen wir in 6 Wochen wieder da. Die Politik schimpft wieder auf die Polizei. Wieder ist eine große Fassungslosigkeit und die Gewaltspirale dreht sich weiter nach oben. Jetzt ist aber am Wochenende jetzt schon die nächste Eritrea-Veranstaltung angesagt in Stuttgart. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, im Ohr, Konsequenzen wird es da wohl nicht geben. Ein Verbot wird man so schnell nicht durchsetzen können, oder? Die Polizei ist in Stuttgart ja nicht Versammlungsbehörde, sondern das ist die kommunale Kommunalbehörde, die dort verantwortlich ist. Aber sie haben natürlich vollumfänglich recht. Und man sieht ja schon die Verachtung dahinter, dass die Polizei das bitte zu schützen hat. Zunächst einmal ist es hier keine Versammlung und die Polizei hat eine Privatveranstaltung sicherlich nicht zu schützen. Die andere Frage muss ich doch stellen, was muss die Politik jetzt an Maßnahmen vollziehen, um zukünftig sowas zu verhindern? Auf eins können wir uns verlassen. Die Polizei wird für eine ähnliche Veranstaltung mit robusten Kräften vor Ort sein und diese Bilder nicht wieder zulassen. Aber das kann nicht die Lösung und die Antwort sein auf ein massiv ansteigendes Problem. Wir blicken auf ein anderes Thema. Die letzte Generation offensichtlich aus der Sommerpause zurück hat heute wieder losgelegt in Berlin. Und gestern hat sie schon die Säulen des Brandenburger Tors vollgesprüht. Da fragt man sich, wie kann das eigentlich passieren? Am Brandenburger Tor, da sind extrem viele Botschaften. Das ist ein Touri-Hotspot. Da ist immer hohes Polizeiaufgebot. Also wie kann das sein, dass die letzte Generation da einfach hinrennt, ihre Feuerlöscher auspackt und da lossprüht? Warum greift da niemand ein? Genau das ist der Punkt und das unterstützt im Übrigen auch meine Einschätzung, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt, weil sie gut organisiert ist, weil das alles bis ins Detail geplant ist und weil diese Situation durch analytisches Vorgehen dann eben auch so entstehen. Insofern reden wir nicht von Amateuren, sondern von Profis. Und auch hier ist es so, natürlich hat da keiner Verständnis für. Aber die Schlussfolgerung daraus ist, dass am Ende des Tages doch nichts passiert. Keine Einfrieren von Finanzvermögen, keine Repression bei der Kostenerstattung, keine rhetorischen Differenzierungsversuche. Der Verfassungsschutz kümmert sich nicht. Und vor allem, und das ist genau der Punkt, diese kriminelle Vereinigung, die ja nun mal auch gerichtlich erstens festgestellt worden ist, die wird ja gar nicht weiterverfolgt. Und auch hier muss die Politik mal deutlich machen, bis hierhin und nicht weiter. Und die Sicherheitsbehörden, die stehen natürlich vor einem massiven Problem, insbesondere in Berlin, eben durch dieses strukturelle Vorgehen. Und da muss jetzt knallhart reingegangen werden. Und vor allem muss eins passieren, es müssen die finanziellen Ressourcen, die müssen abgeschöpft werden und es muss die Strafe auf dem Fuße folgen mit aller rechtsstaatlicher Konsequenz. Sagt Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vielen Dank für diese Informationen, für dieses Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.